So, hallo und herzlich willkommen zum Thema Finanzmathematik. Heute schauen wir uns den Bereich Zinsrechnung und hier speziell das Thema Abzinsen an. Im vorhergehenden Video haben wir uns mit dem Thema Aufzinsen beschäftigt. Beim Aufzinsen geht es im Prinzip darum, ich lege heute 100 Euro für ein Jahr lang zu einem bestimmten Zinssatz an und wir wollen wissen, wie viel Geld ich am Ende von dem Jahr dann erhalte. Beim Abzinsen ist es umgekehrt. Da sage ich zum Beispiel, ich will mir in 5 Jahren ein neues Auto kaufen und dieses Auto kostet 50.000 Euro und die Bank bietet mir momentan so und so viel Prozent Zinsen. Das heißt, ich will ausrechnen, wie viel Geld muss ich heute anlegen, um in 5 Jahren 50.000 Euro zu haben, um mir mein Auto kaufen zu können. Das ist die Idee, die hinter dem Thema Abzinsen steht. Genau, hier haben wir das Herr X. Im Geld über 5 Jahre zu einer Verzinsung von 3% anlegen will. Und er will am Ende 1.000 Euro haben und fragt sich jetzt eben, okay, wie viel Geld muss ich heute anlegen? Jetzt sehen wir, okay, KT ist ja der Endwert, der soll eben 1.000 betragen. Die Zeit sind groß T, sind 5 Jahre. Vielleicht hier ganz kurz die Bemerkung, klein t. Groß T ist immer der gesamte Zeitraum. Klein T wäre jetzt ein Teilbereich dieser 5 Jahre. Also quasi klein T könnte ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre oder 4 Jahre sein. 5 ist eben Groß T, weil das ist ja die gesamte Periode. Gut, unser Zinssatz sind 3% und in diesem Beispiel ist jetzt gesucht der Barwert. Also wie viel Geld muss ich heute anlegen, um in 5 Jahren 1.000 Euro zu haben? Genau, wir haben jetzt also dieses Beispiel diskontieren. Diskontieren ist Abzinsen. Wir sagen, okay, wir kennen ja die Formel, die Zinseszinsformel, dass der Endwert gerade der Barwert über, also der Anfangswert über T-Perioden aufgezinst ist. Jetzt müssen wir sagen, wir wollen jetzt umstellen. Wir stellen um nach K0. Das heißt, wir teilen hier durch KT. Und stellen dann nach K0 um, erhalten dann K0 ist KT durch Q hoch T. Und immer eine Zahl, die ihr, also quasi hier, das Q hoch T, wenn das im Nenner steht, dann können wir das auch schreiben als Q hoch minus T. Wir können ja ein Drittel genauso schreiben als 3 hoch minus 1. 1 durch 3 ist 3 hoch minus 1. Genau. Das heißt, wir bekommen dann K0 ist KT mal Q hoch minus T. Und das ist jetzt also die Formel, die wir benötigen, um den Barwert zu bestimmen. Diesen Vorgang, den wir hier sehen, dass wir den Barwert, dass der Barwert, also quasi das Anfangskapital, das Endkapital mit dem Aufzinsungsfaktor über T-Perioden abgezinst ist, das ist eben diskontieren oder abzinsen. Hier oben haben wir gesagt, der Endwert ist das Anfangskapital über T-Perioden aufgezinst. Hier sagen wir, der Barwert ist das Endkapital über T-Perioden abgezinst. Das ist eben diskontieren, abzinsen, der gegenteilige Vorgang zum Aufzinsen. Gut, jetzt kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Wir wissen ja, hier nochmal ganz kurz zur Erinnerung, 5 Jahre. 3% und er will am Ende 1.000 Euro haben. Und wir wollen wissen, wie viel er anlegen muss. Setzen wir das in unsere Formel ein. K0 mal Q hoch minus T, also 1.000 mal 1,03 hoch minus 5. Und erhalten dann das Ergebnis, dass er eben 862,61 € heute anlegen muss. Können wir ausrechnen, wenn er 862,61 mal 1,03 hoch 5 sollte dann wieder 1.000 Euro ergeben. Wie können wir dieses Ergebnis jetzt noch interpretieren? Das ist wichtig. In dem Zusammenhang kurz eine kleine Interpretation vor Augen zu bekommen. Einfach, dass wir wissen, was sagt uns das eigentlich? Was sagen uns diese 862 Euro? Diese 862 Euro sagen uns,
dass es quasi egal ist, ob wir in 5 Jahren 1000 Euro erhalten oder heute 862 Euro. Sofern der Marktzins eben 3% ist und wir das über 5 Jahre anlegen. Das bedeutet, wenn unsere Oma jetzt kommt und sagt: Junge, ich gebe dir heute 862,61 € oder ich gebe dir in 5 Jahren 1000 Euro. Dann können wir gucken, okay, wie viel Zinsen bekommen wir jetzt bei der Bank? Können dann ausrechnen, wie viel hätte ich dann in 5 Jahren. Wenn die Bank keine Zinsen gäbe, dann wären meine 862 Euro heute auch 862 Euro in 5 Jahren, weil es keine Zinsen gibt. Wenn sie jetzt aber 3% Zinsen gibt, dann können wir sagen: Oma, gib uns das Geld heute oder gib uns das Geld in 5 Jahren, weil dann ist es egal. Dann können wir 862 Euro heute nehmen und die anlegen. Oder wir nehmen in 5 Jahren die 1000 Euro. Wenn es mehr Prozent Zinsen gibt, ist es besser, das Geld zu nehmen, weil dann hätten wir am Ende sogar noch mehr. Also quasi diese Barwert-Endwert-Geschichte gibt uns einfach an, sie hilft uns zu vergleichen. Das ist wichtig. Wir können jetzt vergleichen, welchen Wert die 1000 Euro heute haben. Wir können genauso gut vergleichen, welchen Wert die 862 Euro in 5 Jahren haben. Und wir sehen dann, bei dem Zinssatz von 3% hat dieses Geld in 5 Jahren den gleichen Wert. Also 1000 Euro in 5 Jahren sind 862 Euro heute. Und deswegen ist es wichtig, dieses Konzept Barwert-Endwert ist deswegen so wichtig, weil es uns hilft, Zahlungsströme, die zu verschiedenen Zeiten eben anfallen, gut vergleichen zu können. Und das wird vor allem in den Folgevideos, wird sich viel darum drehen, zu vergleichen, welches Angebot ist besser. So wie dieses Angebot von der Oma jetzt, nämlich 862 Euro heute oder 1000 Euro in 5 Jahren.